Du als Selbstständiger hast bestimmte Wahlrechte, die du nur ein einziges Mal im Jahr ändern kannst. Welche das genau sind und welche fünf Sachen du jetzt überprüfen solltest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du als Selbstständiger deine Buchhaltung machst, dann entscheidest du dich für bestimmte Optionen. Und einige dieser Optionen kannst du nur ein einziges Mal im Jahr anpassen oder verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass du das Ganze nicht vergisst, weil wenn du im Februar dran denkst und dann dauert es halt noch 10 Monate, bis das Jahr vorbei ist, bis du da irgendetwas zu deinen Gunsten anpassen kannst. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal die 5 Dinge an, die sich wirklich jeder Selbstständige im Dezember einmal genauer anschauen sollte. Der erste Punkt, den du dir im Dezember anschauen solltest, ist deine Firmenwagenversteuerung. Wenn du ein Kfz im Betriebsvermögen hast, dann musst du auf die private Nutzung ja Steuern bezahlen. Das heißt, die ganzen Kosten laufen ja über deine Buchhaltung. Du musst ja aber irgendwie Steuern für die private Nutzung berechnen. Und das machst du mit der 1%-Methode oder mit der Fahrtenbuchmethode. Diese Methoden darfst du aber nur ein einziges Mal im Jahr wechseln, und zwar zum Jahreswechsel. Deswegen solltest du jeden Dezember überprüfen, ob du tatsächlich noch die günstigere Methode anwendest. Wie findest du das Ganze heraus? Naja, ich habe unten in der Videobeschreibung ein Spreadsheet verlinkt. Da kannst du einfach mal deine tatsächlichen Zahlen von diesem Jahr eintragen und dann sagt dir das Sheet, wie hoch deine Steuerbelastung in dem jeweiligen Fall ist. Es kann nämlich durchaus sein, dass zum Beispiel, wenn deine privaten Fahrten deutlich mehr geworden ist, dass jetzt die 1%-Methode günstiger ist. Oder aber auch andersrum. Deine privaten Fahrten sind viel weniger geworden und deswegen ist jetzt die Fahrtenbuchmethode viel günstiger geworden. Das findest du alles mit dem Dokument heraus. Wenn du bisher die Fahrtenbuchmethode nicht genommen hast, weil du keinen Bock hast, da per Hand ständig das Fahrtenbuch zu führen, dann ist vielleicht ein elektronisches Fahrtenbuch für dich das Richtige. Auch da haben wir schon mal ein paar unter die Lupe genommen. Das entsprechende Video dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Den zweiten Punkt, den du dir unbedingt anschauen solltest im Dezember, ist die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung ist eine Vereinfachungsregelung für die Umsatzsteuer. Sie führt dazu, dass du keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und auch keine Umsatzsteuer zahlen musst. Das Ganze hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Weitere Informationen verlinke ich dir auch einmal unten in der Videobeschreibung. Wir haben eine ganze Videoreihe dazu aufgenommen. Wichtig ist allerdings, dass du in jedem Dezember einmal deine Umsätze prüfst. Diese Kleinunternehmerregelung kannst du nämlich nur in Anspruch nehmen, wenn du im Vorjahr unter 22.000 Euro Umsatz lagst und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro Umsatz machst. Ehrlicherweise, rein in der Praxis ist die 50.000 Euro Grenze ziemlich irrelevant. Das heißt, wenn du in diesem Jahr jetzt tatsächlich 60.000 oder 70.000 Euro Umsatz gemacht hast, aber am Anfang des Jahres davon ausgegangen bist, unter 50.000 Euro zu liegen, dann ändert das gar nichts. Dann bist du trotzdem in diesem gesamten Jahr Kleinunternehmer. Wenn du aber beispielsweise jetzt im Dezember auf deine Umsätze von diesem Jahr schaust und bei 25.000 Euro liegst, oder bei 30.000 Euro. Dann bist du in diesem Jahr zwar noch Kleinunternehmer, zumindest wenn du im Vorjahr auch entsprechend wenig Umsatz gemacht hast, aber du weißt ja jetzt schon, dass du im nächsten Jahr kein Kleinunternehmer mehr bist. Weil am 1. Januar setzt du dich ja wieder hin, schaust dir an, wie viel Umsatz habe ich im Vorjahr gemacht und wenn da 25.000 Euro steht, dann bist du kein Kleinunternehmer mehr und dann musst du ab dem 1. Januar Umsatzsteuer ausweisen. Und das solltest du idealerweise schon am Ende eines jeden Jahres prüfen. Es ist nämlich super ärgerlich, wenn du das erst im Laufe des Jahres merkst, dass du theoretisch hättest schon seit Januar Umsatzsteuer ausweisen müssen. Deswegen ganz, ganz wichtig, schau dir als Kleinunternehmer in jedem Dezember deine Umsätze genauer an. Ein dritter Punkt, der sich zum Jahreswechsel ändern kann, ist das ganze Thema Soll- und Ist-Versteuerung. Das haben nicht besonders viele Selbstständige auf dem Schirm, deswegen hier einmal zusammengefasst, was ist das eigentlich? Grundsätzlich musst du Umsatzsteuer abführen, sobald du die Rechnung gestellt hast. Das heißt, du stellst beispielsweise für 10.000 Euro eine Rechnung plus 19% Umsatzsteuer. Dann geht es darum, wann musst du diese 1.900 Euro denn eigentlich an das Finanzamt abführen. Und grundsätzlich ist es so, dass du diese Steuer abführen musst, sobald du die Rechnung bezahlst. Das Ganze ist kein Problem, wenn du relativ schnell bezahlt wirst. Es gibt aber Szenarien und auch Geschäftsmodelle, da wirst du nicht schnell bezahlt, sondern da bekommst du das Geld unter Umständen erst nach Monaten oder sogar Jahren. Und da ist das natürlich ein riesen Nachteil, wenn du die Umsatzsteuer schon abführen musst, wenn du die Rechnung gestellt hast. Schöner wäre es doch, wenn du die Umsatzsteuer erst zahlen musst, wenn du das Geld auch bekommen hast. Und das Ganze ist für kleine Selbstständigkeiten auch durchaus möglich. Das heißt, immer dann, wenn du die Umsatzsteuer abführen musst, wenn du das Geld schon auf dem Konto hast, das heißt Ist-Besteuerung. Das andere heißt Soll-Besteuerung. Das heißt, dann, wenn du die Rechnung schreibst, heißt Soll-Besteuerung. Dann, wenn das Geld da ist, heißt Ist-Besteuerung. Und du kannst diese Ist-Besteuerung nur dann in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz in einem Jahr unter 600.000 Euro liegt. Zugegebenermaßen als One-Man- oder One-Woman-Show ist das eine relativ hohe Grenze. Aber es gibt auch Selbstständige, die liegen halt über dieser Grenze.
Das heißt, wenn du in diesem Jahr über 600.000 Euro Umsatz gemacht hast, dann musst du im nächsten Jahr die Umsatzsteuer immer dann abführen, wenn du die Rechnung ausgestellt hast und nicht dann, wenn du das Geld bekommen hast. Wichtiger Hinweis hier an dieser Stelle, das gilt für Gewerbetreibende. Freiberufler haben immer die Möglichkeit, die Umsatzsteuer erst dann abzuführen, wenn sie das Geld bekommen haben. Das heißt, diese ganze 600.000 Euro Grenze gilt nur für Gewerbetreibende. Der vierte Punkt, der sich ändern kann von dem einen auf das andere Jahr, ist deine Gewinnermittlungsmethode. Du machst als Selbstständiger ja eine Buchhaltung, und zwar entweder eine Einnahmenüberschussrechnung oder eine Bilanz. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten in Deutschland unsere Buchhaltung zu machen. Ich habe zu dem ganzen Thema, also welche Gewinnermittlungsmethoden es gibt und was eigentlich die Unterschiede sind, auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das findest du unten in der Videobeschreibung. Und es kann durchaus sein, dass du in diesem Jahr eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt hast und im nächsten Jahr aber eine Bilanz erstellen musst. Und das ist abhängig auch von deinen Umsätzen, aber auch vom Gewinn. Aber hier auch ein wichtiger Hinweis, auch das gilt nur für Gewerbetreibende. Das heißt, du als Freiberufler kannst immer, egal wie viel Gewinn und wie viel Umsatz du machst, immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Du kannst auch freiwillig eine Bilanz erstellen, musst es allerdings nie machen. Wenn du einen Gewerbebetrieb hast, dann sieht das Ganze ein wenig anders aus. Auch da gilt die Umsatzgrenze von 600.000 Euro, also die gleiche Grenze wie bei der Soll- und Ist-Besteuerung. Das heißt, wenn du über 600.000 Euro Umsatz machst, musst du eine Bilanz erstellen. Wie ich schon gesagt habe, das betrifft nicht so richtig viele Selbstständige. Was viel mehr Selbstständige betrifft, ist die Gewinngrenze. Denn es gibt noch eine zweite Grenze, und zwar von 60.000 Euro Gewinn pro Jahr. Das heißt, wenn du über 60.000 Euro Gewinn pro Jahr als Gewerbetreibender machst, musst du eine Bilanz erstellen. Die ist ein bisschen aufwendiger. Rein in der Praxis läuft das allerdings so, dass das Finanzamt dir irgendwann einen Brief schickt und sagt, ey, bitte, jetzt erstellt eine Bilanz. Du musst vorher noch nichts machen. Das heißt, vorauseilender Gehorsam ist da in diesem Fall zumindest nicht notwendig. Aber es ist für dich natürlich wichtig zu wissen, was auf dich zukommt. Das heißt, wenn du in diesem Jahr über 60.000 Euro Gewinn machst, weißt du, das Finanzamt wird in ein paar Wochen, ein paar Monaten auf dich zukommen und eine Bilanz von dir verlangen. Das heißt, du könntest dich heute schon damit beschäftigen, die geeignete Software zu suchen oder halt einen Steuerberater, der für dich eine Bilanz erstellen kann. Den fünften Punkt, den ich dir in diesem Video nochmal auf den Weg geben möchte, ist ehrlicherweise nichts, was sich nur von Jahr zu Jahr ändert. Das heißt, das kannst du auch unterjährig machen. Allerdings würde ich dir empfehlen, dass du es zu deiner Jahresendroutine machst, dein Anlagevermögen mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Anlagevermögen sind die Dinge, die du langfristig in deinem Unternehmen nutzt, die du brauchst, also dein Laptop, dein Smartphone, dein Auto und so weiter. Das heißt, die Dinge, die eine größere Anschaffung sind und die du abschreibst. Und da gibt es einfach ein paar Sachen, die du regelmäßig checken solltest. Der erste Punkt sind außerplanmäßige Abschreibungen. Wenn ich mal beispielsweise ein Smartphone gekauft habe letztes Jahr und es ist mir dieses Jahr dreimal runtergefallen, einmal davon ins Wasser und es funktioniert halt seitdem nicht mehr, dann ist dieses Handy leider außerplanmäßig weniger wert, als ich gedacht habe. Und dann kann ich diesen Wertverlust auch geltend machen. Das heißt, ich kann dieses Smartphone dann außerplanmäßig abschreiben auf einen niedrigeren Wert oder halt auf null, wenn es gar nicht mehr funktioniert. Und dann gibt es noch zwei Szenarien, die auch fast jeder vergisst. Und zwar kann es ja immer mal sein, dass ich Filmequipment kaufe, beispielsweise einen Laptop, und den wollte ich eigentlich für meine Arbeit nutzen, jetzt nutze ich ihn aber ausschließlich privat, dann muss ich diesen Laptop dem Firmenvermögen entnehmen. Das heißt, auch die muss ich aus meinem Anlagevermögen entfernen. Übrigens ist diese Entnahme steuerpflichtig. Also ich muss sowohl Umsatzsteuer als auch Einkommensteuer auf diese Entnahme zahlen. Deswegen ist das wichtig, dass du das sauber dokumentierst. Und natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall. Es kann ja sein, dass ich den Laptop privat gekauft habe oder zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich nutze ihn aber anschließend nur für die Arbeit. Auch dann sollte ich eine Einlage vornehmen. Das heißt, ich lege diesen Laptop in mein Betriebsvermögen ein und kann ihn da tatsächlich dann auch abschreiben und dadurch steuermindernd geltend machen. Genau zu diesem Thema habe ich auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt eine gute Jahresendroutine für deine Buchhaltung. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir denkst, dass du gar keine Fragen stellen möchtest, du möchtest einfach, dass sich dein Steuerberater darum kümmert, aber du hast keinen Steuerberater, dann sind wir vielleicht auch der richtige Ansprechpartner für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Wie das ganz konkret ablaufen kann, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Aber du kannst natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen. Wir haben da hunderte schon veröffentlicht, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.